Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Monster Super League Update Video. Und zwar gibt es ein, zwei, drei kleine Änderungen. Es ist ein kleines Update, sehr effektiv trotz alledem für einiges. Und zwar, wenn wir anfangen, gibt es natürlich wieder ein neues Monster. Das kommt aber in einem extra Tutorial Video über das Monster selber. Eine kleine Abänderung gibt es, und zwar das neue Monster ist ein Heldenmonster und Hohenheim fliegt raus. Dann haben wir noch eine kleine Änderung, die ich meine ich erst jetzt nach dem Update gesehen habe. Und zwar, wenn wir hier oben rechts gucken, sehen wir hier ein kleines Büchlein, was uns anzeigt, dass wir dieses Monster in unserem Deck schon erhalten haben. Bis mindestens Evolutionsstufe 3, weil wenn ich jetzt auf die Stufe 1 Okeanos Feuer gehe, weil ich die noch nicht in Evolutionsstufe 3 hatte, sieht man natürlich, dass hier oben das Büchlein fehlt, und wenn ich auf die Stufe 3 gehe, sehen wir wieder das Büchlein, heißt also, die Stufe 3 wird angezeigt, dass wir das schon haben, dass ihr nicht hingehen müsst und unnötig irgendwelche Monster baut. Dann gibt es ein kleines Update im Spezialpaketeladen. Hier könnt ihr euch Schritt für Schritt ein paar Sachen zusammen kaufen. Der hier ist sogar noch für Gold. Und dann fängt es an, Gems zu kosten. Die Frage ist, ob sich das Ganze lohnt oder nicht. Dazu kommen wir nämlich dann jetzt als allernächstes. Hier kommt auch nochmal so ein Nest-Teil hin. Wird aber auf der Seite leider nicht beschrieben, was dieses Nest-Ding kann. So ein kleiner Nest-Shop, was auch noch mit dabei ist. Und zwar, wir haben ja momentan hier das Halloween-Spezialgeschenke-Anmelde-Event. Danach kommt noch ein Nest-Anmelde-Event, wo wir diese blauen Tickets nochmal speziell bekommen. 3 Stück. Auch nochmal ein Licht, Dark Eye, 200.000 Gold, leider nur, aber nochmal 200 Gems dafür und nochmal so ein großes Beschwörungsticket. Und jetzt kommen wir zu der eigentlichen Änderung, und zwar, wenn wir, oder wenn ihr euch die Tickets aufbewahrt habt. Ich habe jetzt fälschlicherweise zwei eingesetzt und habe das Video verkackt, deswegen nochmal im Nachhinein. Das ist jetzt die Zweitaufnahme. Und zwar können wir uns jetzt hier in der Wunschliste können wir uns Monster auswählen, die wir gerne hätten, von Feuer bis Dark. In dem Fall klickt ihr hier einmal rein, wählt das Monster aus, was ihr gerne hättet, geht auf Ändern und dann hier unten auf Bestätigen. Es sind natürlich nur die normalen Monster, keine Heldenmonster oder so. Und dann könnt ihr hier beschwören. Wie beschrieben, wenn man der Seite trauen kann, wo ich sonst auch immer die Update-Informationen herbekomme, was natürlich das Schleuderer Mantwains ist, was die offizielle Seite von Monster Super League ist, was Updates angeht, ist es so, dass man angeblich auch die Licht- und Dark-Variante kriegen kann. Und hier unten seht ihr, weil ich schon zweimal drauf gedrückt habe, bei 40 Beschwörungen mit den Tickets ist ein 5er garantiert. Jetzt ist natürlich die Frage, wird es zurückgesetzt, wenn man drauf drückt, und man kriegt jetzt bei der 35. Beschwörung, kriegt man das, wird es dann auf 40 wieder zurückgesetzt oder nicht? Das ist natürlich dann die Frage. Und wie ich gerade sehe, hier ist natürlich auch, dass die Licht und Finsternis aus der Wunschliste beschworen werden kann. Also ich habe mir die Tickets aufbewahrt, weil ich mit dem bis dato nichts anzufangen wusste. Manchmal lohnt es sich auch zu sparen. So, ansonsten gibt es natürlich hier im Shop wie immer noch so ein kleines Paketchen zu kaufen mit einer 6er Juwelen-Auswahlkiste. Sternsteine, Sternfruchtenergie und nochmal 300.000 Gold, also nichts Weltbewegendes. Wir haben im Moment das Superlabor mit dem doppelten Erhalt von Materialien für die Supersteine, genauso wie doppelter Herstellung. Genau, also es werden immer zwei hergestellt, noch die nächsten 2 Tage und 9 Stunden. Dann ist es so, dass wir natürlich dann als nächstes das Dungeon haben, das Kolosseum beziehungsweise mit doppelter Rate vom 4. November an. Ab dem 9. November ist dann das Apex Battle verfügbar, mit ein bisschen Überschneidung, weil das Kolosseum geht vom 4. bis zum 8. November. Das Apex Battle geht vom 9. bis zum 15. November. Ab dem 11. November
11.11. hier in Köln, Kölle Alarv, haben wir dann das Dimensionsverlies, Dimensionsdungeon, was dann wieder vermehrt Materialien ausstößt. Und ab dem 18. November, also auch eine Überschneidung mit den Dimensionsdungeon, haben wir dann wieder doppelte Supersteine. So, ab dem 24. Oktober, also wann das Update rauskam, einen Tag später ab 0 Uhr, beziehungsweise heute Nacht, gibt es dann Persenophe als Schmuckstück und dann von unserer lieben Lexi, ihr Lieblingsmonster Nightmares Exclusive Trinket, gibt es dann ab dem 7. November, also für Albtraum mal wieder, für die Albtraumbegeisterten gibt es das dann wieder. Genau, und der NES Weekly Shop ist zwar hier angezeigt, wird aber nicht beschrieben, deswegen würde ich euch gerne sagen, was da drin ist, aber er ist noch nicht frei. Als nächstes Event kommt dann am 7. November ein Fangfestival für den sogenannten Albtraum. Also Lexi, da in meiner Sparte schon mal viel Glück und viel Spaß mit Albtraum. Ich glaube, mittlerweile hat sie alle Albträume. Mehrfach. So, das Ganze geht natürlich vom 7. bis zum 18. November. Da könnt ihr auch drauf spechteln, dann eine Alternativvariante zu fangen. Und dann haben wir noch das Superfestival von Pandora Cura, was dann ab 18. November losgeht. Bis zum 20. November ist das Pre-Event und dann das normale Event zum Super-Evolutionieren ist vom 20. bis zum 28. November. Auch hier wieder schnell sein, weil ich glaube nur, dass dass die ersten zwei Tage die 600 Gems aktiv sind. Deswegen da bitte schnell sein. Und ja, die Fixes sind halt nicht so viel Fixes, nur irgendwas, was nicht richtig angezeigt worden ist, was keiner so aufgefallen ist, also mir nicht. Nicht erwähnenswert in dieser Geschichte. Deswegen sage ich hier an Ort und Stelle vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Den Spezialshop, die Tickets, hau ich allerdings nicht jetzt raus. Die verwahre ich mir wahrlich extra für das Egg-Opening. Da machen wir dann ganz einfach ein Special. Ich überlege es auch bis zum Dezember noch auszuharren, dass wir da ein super Special-Event machen, dass wir da dieses Spezialticket halt raushauen. Und ja, lasst es mich in den Kommentaren wissen, ob ihr das beim nächsten Egg-Opening haben wollt oder dann lieber zum Special. Ich bedanke mich auf jeden Fall vielmals fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, ciao.